Walter Rosenkranz ist zu uns ins Studio gekommen. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Herr Abgeordneter Rosenkranz, bis vor wenigen Tagen hat die FPÖ die türkis-blaue Koalition und ihren Koalitionspartner in höchsten Tönen gelobt. Große Liebe haben wir gerade gehört. Heute haben Sie alle Minister, mit denen Sie angeblich so toll zusammengearbeitet haben, abgewählt. Warum? Ja, wie es Ihnen auch, und das haben wir gesehen, nicht ganz entgangen sein dürfte, weil es ist das Bestimmende in den letzten Tagen gewesen, ist mit diesem Ibiza-Video, das unserem Bundesparteiobmann HC Strache und Vizekanzler mit Joran Gudenus gezeigt hat, in einer verantwortungslosen, nicht entschuldbaren Situation, das dann eben auf diesem illegalen Weg zustande gekommen ist. Das hat Sand ins Getriebe gebracht. Dafür das war eine Sie die Aufregung ab? Da. Dafür noch nicht, sondern eigentlich, und jetzt kommt man zur großen Liebesbeziehung, wie Sie es nennen. Es war eine Partnerschaft, es war eine gute Partnerschaft. Ich habe sie selbst auch so gelebt und empfunden. Ich habe wirklich politische Freunde gefunden in der ÖVP. Club Obmann Wöginger ist einer davon, Generalsekretär Nehammer, Minister Blümel zum Beispiel, mit denen wir in der Koordinierung gesessen sind und wirklich etwas Gutes zustande gebracht haben. Und anstelle das jetzt zu machen, was am Freitag das Thema war und wo man gesagt hat, du bist jetzt unser Partner, du bist ja jetzt auf eine wirklich indiskutable Art und Weise gestrauchelt, da helfen wir dir nicht auf oder holen uns dich in Augenhöhe, sondern ich steige eigentlich noch einmal drauf. Okay, aber da hätten Sie ja jetzt den Kanzler heute abwählen können, da gab es ja auch einen Antrag dafür. Was können denn die anderen Minister dafür, erst recht die vier, die erst seit 3 Tagen im Amt sind? Ja, die anderen vier, die gekommen sind, da kommt schon das parlamentarische Nichtgeschick vom Bundeskanzler eigentlich auch zu tragen, also zum mittlerweile abgewählten Bundeskanzler Sebastian Kurz, der seine Alleinregierung vorgestellt hat, ohne vorher zu fragen, seid ihr mit denen überhaupt einverstanden? Damit hat er keine Mehrheit im Parlament hinter sich sehen können, weil das, was er gesagt hat, die Ministerin Hackl, sein Angebot für die FPÖ oder der ausgetretene aus der SPÖ, Pöltner, Sektionschef, sein Angebot für die SPÖ oder sonst was, das funktioniert ja so nicht. Das ist ja kein wirkliches Angebot. Hier hätte Sebastian Kurz aus unserer Sicht es anders machen müssen, aber der Kardinalfehler war, dass er entgegen unserer Warnungen den, und es geht hier um Vorwürfe, Verdächtigungen oder Ähnliches, aber den untadeligen Innenminister Kickl hinauskomplimentiert hat. Und diese Spaltung wollten wir auch in unsere Partei nicht hineintragen. Jetzt hat der Bundespräsident letzte Woche an die Parteien appelliert, nicht an ihre Interessen zu denken in dieser Situation, sondern an das Land. Das Ganze schaut aber nach einer schlichten Racheaktion aus. Es ist keine schlichte Racheaktion. Wir schauen auch aufs Land. Und das Erste, was man ja sieht, war eines. Jetzt hat unser Innenminister eine abgeklärte, mit der ÖVP vereinbarte Verordnung erlassen. Diese berühmte 1,50-Euro-Verordnung. Und was war das Erste? Dass der neue, unabhängige Innenminister, obwohl vereinbart war, es gibt keine politischen Aktivitäten dieser Experten, dieser unabhängigen Experten, am ersten Tag ist bereits eine sinnvolle Maßnahme, die Handschrift der FPÖ gehabt hat, also politisch war und gut fürs Land, schon wieder zurückgedreht worden. Gut, das sieht ja die ÖVP völlig anders. Sie sagt, das war eben noch nicht fertig ausgehandelt und das war ein Alleingang des Innenministers im allerletzten Moment. Aber kommen wir zur Zukunft. Wie muss eine Übergangsregierung aussehen für die nächsten 6 Monate, damit die FPÖ sie akzeptiert? Ich glaube, unser designierter Bundesparteiobmann und Clubchef Norbert Hofer ist heute schon beim Bundespräsidenten gewesen. Also das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Und er hat auch Namen dort vorgeschlagen, die er uns nicht mitgeteilt hat. Er wollte das absolut vertraulich mit dem Bundespräsidenten besprechen. Ich glaube, alle Bundesparteiobleute wurden hier eingeladen. Und ich glaube, der Weg, der hier jetzt eingeschlagen wurde, auch unter der umsichtigen Führung des Bundespräsidenten, dass er sich die Meinungen anhört, dass er sich Namen anhört, wird sicherlich letztlich zu einer tragfähigen Regierung kommen, wo tatsächlich unabhängige Experten, die auf das Wohl des Staates schauen werden, bestellt werden. Und daher ist von einer Staatskrise oder Regierungskrise eigentlich nicht die Rede, dank der Verfassung von Hans Kelsen. Sebastian Kurz hat ja heute Abend gesagt, die ÖVP wird die Übergangsregierung bedingungslos unterstützen, stellt also überhaupt keine Bedingungen. Gilt das für Sie auch oder gibt es Namen von Übergangskanzlern oder Kanzlerinnen, die Sie nicht akzeptieren würden? Also genannt worden ja in den letzten Tagen zum Beispiel Heinz Fischer, Franz Fischler oder auch Heidi Schmidt. Wären die alle für Sie okay? Also ich glaube, das wäre eigentlich etwas, wo wir nicht zufrieden sein könnten. Und das sind eher plakative Namen und man hat auch die Erfahrung gemacht, dass alles, was in der Öffentlichkeit
Öffentlichkeit vorzeitig genannt wird, unter Umständen dann nicht zur Realität wird. Vielleicht sind das eher Ablenkungsgefechte, die hier mit den Namen, dieses berühmte Name-Dropping gemacht wird. Letzte Frage noch, wir haben es vorhin im Beitrag auch gehört, der neue Klubobmann Kickl hat im Parlament heute Richtung ÖVP sehr mysteriös gesagt, wir würden in den nächsten Wochen und Monaten noch Dinge erfahren, gegen die das Ibiza-Video verblassen könnte. Was hat er denn damit gemeint? Das kann ich nicht sagen. Er hat uns ja genauso nicht eingeweiht, das, was er weiß. Danach? Ich habe ihn nicht gefragt danach. Ich habe ihn nicht gefragt danach, aber ich kann mir etwas vorstellen. Immerhin war ja Herbert Kickl Innenminister und er hat natürlich dort einen ÖVP-Machtapparat vorgefunden. Vielleicht hat er etwas entdeckt dort drinnen, was bisher zum Beispiel in Untersuchungsausschüssen noch nicht zur Sprache gekommen ist und er nicht in irgendeiner Form aufs Tapet gebracht hat. Aber da müssen Sie ihn selbst fragen, beziehungsweise kommt er von sich selbst aus mit den entsprechenden Erklärungen. Gut, hätten wir ihn gern gefragt, ging heute nicht. Wir reden gleich noch kurz weiter. Ich muss mich aber an dieser Stelle von den Zusehern auf Dreisat verabschieden. Das ist die Kamera. Leider müssen wir uns an dieser Stelle für heute dort schon verabschieden. Ja, Herr Rosenkranz, wissen Sie schon, ob Herr Strache das EU-Mandat annehmen wird? Nein, weiß ich nicht. Ist es denkbar? Grundsätzlich ist es denkbar, weil er hat die entsprechenden Stimmen bekommen. Aber HC Strache hat sich aus der Politik zurückgezogen. Die EU-Wahlliste konnte ja nicht mehr aufgrund der formellen Bestimmungen geändert werden. Es ist seine höchstpersönliche Entscheidung, ob er das macht. Er wird sicherlich als großer Parteiobmann, der diese Partei aufgebaut hat und leider auch jetzt mit dieser dummen Ibiza-Video beschädigt hat, aber großartig reagiert hat, er wird die Partei sicherlich nicht schädigen wollen damit. Aber es ist letztlich seine höchstpersönliche Entscheidung. Und ich glaube, dieser Zuspruch der Wähler hat ihm vielleicht in einer menschlich auch sehr nachvollziehbaren, schweren Situation vielleicht ein wenig Balsam in seine Wunden gegeben. Also Sie wünschen sich, dass er das Mandat nicht annimmt? Ich glaube, HC Strache weiß, was er zu tun hat. Ja, was wünschen Sie sich? Ich bin jetzt nicht beim Brief ans Christkind. Okay, wenn er das Mandat annimmt, würde er dann Teil der FPÖ-Delegation im EU-Parlament sein? Auch das könnte ich Ihnen nicht beantworten. Das wäre tatsächlich denkbar? Das können warum, ja Sie entscheiden und nicht Herr Strache. Warum auch nicht? Aber ich glaube, HC Strache trifft eine Entscheidung höchstpersönlich und sie wird zum Wohl der Partei sein. Es wäre nach dem Ibiza-Video denkbar, dass Herr Strache Teil der FPÖ-Delegation im EU-Parlament ist? Denken kann man vieles, die Gedanken sind frei, aber HC Strache wird seine persönliche Entscheidung treffen und sie wird zum Wohl der FPÖ sein. Warum haben Sie Herrn Strache eigentlich nicht aus der Partei ausgeschlossen? Parteischädigender kann man sich ja eigentlich gar nicht mehr verhalten, oder? Über diese Situation können sich Parteigerichte entscheiden. Ich habe da an sich durchaus Zugänge, weil ich mir Parteiverfahren durchaus bekannt sind, weil ich da selbst auch mitgewirkt habe, kenne Entscheidungen. HC Strache hat nicht bewusst hier an der Öffentlichkeit etwas Schädigendes gemacht. Das war ja durch eine kriminelle Aktion, dass dieses launig, besoffene, dumme, peinliche Interview, diese Gespräche hier gekommen sind. Und letztlich, er ist auch nicht aktiv mit irgendetwas Parteischädigendes aus den Medien gekommen. Das ist etwas anderes gewesen. Bewusst hat er sicher nichts gemacht, um der Partei zu schädigen. Herr Rosenkranz, danke für das Gespräch. Gerne.